Heute gibt's einen Ultra-Special-Stadion-Vlog. AC Mailand versus Inter Mailand. Mailand, der Derby, das erste Mal für mich. Schaut mal diese Location. Berge, Berge. Wunderschön. Erstmal eine Runde. Ole! Let's go. Und wer ist hinter der Kamera, Freunde? Oh, mit Towerkit drauf. 23. Wir sind schon über 300 Kilometer weit gefahren von München aus los. Bald sind wir da in 2 Stunden. Für wen bin ich denn heute, Digga? Du wolltest AC Mailand, gell? Die Frage ist, wer kriegt eine Bombe halt von uns beiden heute? Ja. So, Leute. Ja, Digga. Tobacco fährt jetzt hier mit meinem Auto die restliche Strecke weiter. Von dem Headglitch. Boah, so eine geile Strecke. Oh, kennst du das Lied? Das ist so richtig gute Laune-Lied. Boah, Digga, wie geil sieht die Sonne aus auf Video. Einfach weiße Weihnachten hier, Jungs. Schau mal, wie geil. Lass mal Skifahren. Digga, ist das schön, Alter. Ja, sehr schön. Wie schön ist das links neben dir. Kurzer Zwischenstopp. Wir gönnen uns eine kleine Pizza. Vamos! Tutto bene. Milano, buongiorno, wir sind da gleich. Wir sind angekommen, da ist das. Vor ein paar Wochen, als ich hier war, habe ich sie nur bei Dunkelheit gesehen. Und wir halten kurz, bevor die Sonne untergeht. Was steht denn hier rum am Stadionparkplatz? Rolls-Royce, Bentley, Mercedes, Bentley, Maserati, Urus, Lul. Und hier ist es San Siro. Bei Tageslicht sieht man umso mehr, was für eine Festung das einfach nur ist. Schau, wie geil das aussieht. Und wir gehen heute auf das historischste und krasseste Spiel dieser Stadt. Ohne Spaß, gigantisch. Es ist viel größer als die Allianz vom Gefühl her. Also ja, safe. Habe ich beim letzten Mal auch gesagt. Milan Derby, wir sind dabei. Tone, was tippst du? Ich würde sagen, Inter Mailand 2-1 gegen AC Mailand. Ich sag 2-1 AC Mailand. Ibrahimovic macht eine Bude. Ich hoffe, Ibrahimovic. Lol. Hä? Digga, hat der ein Dings gemacht? Rauchwolke. Tone, da sind die ganzen Fanshops schon, die hier anfangen. Leute, schau dich die Fanshops an. Und schau mal, das sind schon einige Fans, ne? Leute, 5 Stunden vor Anpfiff. Ohne Spaß, wir holen uns so einen schönen Schal mit Inter Mailand AC Mailand. Jungs, wir fahren jetzt kurz ins Hotel, weil das ist 1,5 Kilometer nur vom Stadion entfernt. Checken ein und dann gehen wir zum Stadion. Das sieht ja richtig gut aus hier in unserem Hotel. Tone, da ist Rezeption. Wie in so eine Kathedrale läuft man hier mit den Bögen. Let's go, Freunde. Kleine Roomtour. Hä, Bro, wo ist Licht, Digga? Ach so, hier. Lol. Das ist elektronisch. Jetzt, jetzt haben wir alles angemacht. Oh, cool. Wir haben 2 Einzelbetten. Ja, Tone, mache ich einen Bettsprung oder ist das cringe, wenn du dabei bist? Digga, mach. Das mache ich nur alleine, oder? Aber weißt du, was lost ist? Was denn? Blaue Schuhe und AC-Trikot. Heute stehst du dazu. Vorgesehen. Krass, wie schnell es schon dunkel auch. Das ist echt ein geiles Video. Egal, Freunde. Wir sind wegen dem Fußballspiel da, ne? Milo! Ey, Matratze war hart. Ich mag das. Dieses Trikot finde ich aber auch so nice, ne? Das tragen ja auch voll viele einfach als Streetwear. Wir haben hier den ersten Fanstand. Der da. Milan Inter zweimal, ja. Geil. Das wird geil. Let's go! Beide mit Schal ausgerüstet. Wow. Hast du gehört? Oh, man hört schon ein bisschen. Ein paar Explosionen. Es ist so kalt, meine Ohren frieren. Ich habe T-Shirt, Pullover und nochmal das Trikot drüber. Kommst du da drüber? 2 Meter breit plötzlich, der Junge. Einmal breit mein Leben. Guckt euch das an, wie viele hier mit Motorrad und Moped ankommen. Hey, langsam hab ich Angst wegen meinem Trikot, ich schwör's dir. Bruder, keine Sorge, ich beschütze dich. Das San Siro, ich bin so hyped. Milan City Firm mit so einem Totenkopfzeichen. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Was geht hier ab, Jungs? Schau euch an. Let's go! Alles rot. Bruder, hier ist alles nur rote Fans, also nur Milan-Fans fast, ne? Auf dem Papier hat Milan heute Heimrecht, aber natürlich gehört quasi Inter auch das Stadion, aber sind quasi heute auswärts da. Deswegen hat auch Tone das Inter-Trikot angezogen, weil er kann sich im Ernstfall verteidigen. Wir müssen gleich abchecken, wie hitzig das hier alles wird. Mal schauen. Wir treffen einfach wieder Deutsche in Mailand sogar. Geil, cool! Inzaghi-Trikot und Maldini auf richtig oldschool. One question? Yeah? Okay. You too, with Inter. With Inter. I make like football videos. You know? Okay, videos. Yeah, yeah. Guys, what do you think? Your prediction? Forza Milan. Leute. Ich frag nie wieder nach der Prediction. Digga, die will kein Englisch. Ganz vereinzelt sieht man noch ein paar mit Inter-Trikot. Polizei natürlich auch ohne Ende am Start hier bei diesem Derby. Die Ultras haben wir noch nicht erwischt, aber bisher ist hier eigentlich alles sehr, sehr friedlich vom Stadion. Und in einer Stunde geht's los. Uto, die Legende, hat ja auch damals bei Inter gespielt. Es riecht schon lecker nach Essen, gell? Ich glaube, da hinten gibt's Krebstone. Inter, AC mit den Fahnen. Das sieht auch richtig geil aus. So ein bisschen Rummel-Feeling aber hier, ne? Oh, ich hab so Hunger jetzt. Auf den freue ich mich heute ganz besonders. Ibrahimovic.
Wir haben jetzt uns so einen Wrap geholt mit Schinken und Käse. Geschmacksprobe? Boah, das war echt maximal eine 2 von 10 oder so. Das ist so kalt, gell? Alter, ich bin so enttäuscht jetzt. Wir müssen wirklich gefreut, wir haben ein kleines Problem. Ich habe aus Versehen Tickets gebucht im Interblock, glaube ich. Wir müssen Tickets wieder tauschen, Bruder. Digga, der Spieß wurde so umgedreht. Anton dachte, richtig chillig, Inter Mailand. Ja, moin. Perfekt, Bro. Ich muss es ausziehen. Ich kann nicht im Interblock als Einzige mit Arsenal-Tickets. Aber ich gehöre zu euch, keine Sorge. Tone wird gerade eben abgetastet beim Check. Da steht mein Name, das ist hier alles personalisiert. Let's go! Avanti, avanti! Oh. Schau mal die Säulen hier auch an. Ja, Bruder. Das habe ich im letzten Vlog halt schon gesagt. Diese Säulen, Freunde, die sind brachial. Es ist kein Joke. Wir sind im Interblock. Hier ist nicht einer mit AC. Bruder, die hat mich auseinandergenommen. Hättest du Probleme gehabt? Nee, jetzt ehrlich. Ich habe das in meine Hosentasche versteckt. Hier. Inter, Inter! Dann halt heute Inter-Fan. Nee, ich bin eigentlich neutral, um ehrlich zu sein. Die hätten mich jetzt hier mühetalk rasiert. Der eine hat ganz zu meinem Schal gemacht, pro-mäßig, schneid den ab. Keiner hat hier so einen Schal, dass sie noch ein Mobil-Logo ist. Danke. Alle sind voll aggressiv gerade hier, ohne Spaß, Leute. No joke. Man dieses Derby-Feeling. Hier beim Pfeil steht auch Milan Merda, das heißt Milan Scheiße übersetzt. Also das ist anscheinend die Kurve von Inter. Hier steht auch ein Ultraschal. Hier werden auch Klamotten verkauft von Inter Mailand. Vom Stadion war das sehr wenig. Und jetzt, oh, erster Blick. Tone, komm ins Stadion, Bruder. Das letzte Mal saß ich auf dieser Tribüne. Heute sitzen wir in der Nordkurve. Bruder, Alter. What is your prediction? Okay, meine. Die Fans sind auch hier abgetrennt mit solchen Plexi-Wänden. Also wir haben hier einen ganz eigenen Bereich. Diese Türme da sehen aus, als ob da so Scharfschützen platziert sind, gell? Hier sind die Trommel von den Ultras. Da werden die so draufhauen. Ey, das ist wirklich so ein besonderer Block, ne? Ich hoffe, wir überleben das. Jetzt kein Spaß. Wir hatten gerade echt ein bisschen Angst, als wir da durchgelaufen sind. Weil da, die sahen schon echt gefährlich aus teilweise. Wir haben gerade wieder meinen Schal angeschaut. Wir haben gesagt so, das war so der Fehlkauf. Die Spieler sind noch nicht mal da zum Aufwärmen. Aber auch der ganze Milan-Block ist schon komplett voll. Es gibt natürlich viele geile Stadtderbys auf der Welt. Ja, zum Beispiel Real Madrid gegen Atletico Madrid. Oder Chelsea gegen Arsenal und so. Aber hier ist halt was ganz anderes nochmal, weil diese Mannschaften im gleichen Stadion spielen. Oh mein Gott, Neapel hat nur 1-1 gespielt gegen Hellas. Das bedeutet, wenn heute AC Mailand gegen Inter gewinnt, springen sie auf den ersten Platz. Jetzt kommt die Mannschaft von AC rein. Die rastet hier aus. Ich komme nicht drauf klar, ich habe absolut Gänsehaut jetzt schon. Wahnsinn, was für eine Kulisse. Ibrahimovic, da ist er, oh mein Gott, da ist er. Ibrakadabra. Und jetzt kommt Inter rein. Alter, ich verstehe mein eigenes Wort nicht! Es ist zehnmal krasser als die Löffelkurve. Die Stimmung ist brutal. Du kannst das nicht vergleichen mit Real Madrid gegen Barca. Das ist anderes, das ist was ganz was anderes. Zum Himmel, wirklich. So, Zlatan, zeig mal, was du kannst. Und? Oh, Posten, unlucky. Das erste Mal übrigens, dass wir Ibrahimovic live im Stadion sehen. Ganz hinten da Lautaro Martinez, der Mitspieler bei Argentinien von Messi. Ante Rebic auch am Start, den habe ich auch einmal zufällig in Mailand bei einer Party getroffen und in Zagreb. Jetzt kommen die Aufstellungen von Inter erstmal. Die Geräuschkulisse hier ist Mischung aus hell und gleichzeitig sehr, sehr lautes Pfeifen. Die Aufstellung wird natürlich sehr schnell vorgelesen, weil formell AC Mailand Heimrecht hat heute. Jetzt wird's laut. Aber jetzt seid ihr die Pfiffe, ne? Wir hören nicht so viel. Unfassbar. Unbeschreiblich hier zu sein. Schauen wir mal, wie sie bei Ibrahimovic ausrasten werden. Voll viele zeigen hier natürlich Mittelfinger und so. Ey, ich verstehe kein Wort, was ich sage. Jetzt. Ey, Wahnsinn. Und jetzt Ibra. Oh mein Gott, die Choreo-Jungs. Wie geil sieht das aus? Grazie mit Herzchen.
aber das ist auch jemand gewidmet, der verstorben ist. Auch die Interfans klatschen, fair play, Alter. Nice. Ich lasse jetzt schon mal einen fetten Daumen nach oben da auf diesem Vlog. Einfach nur dankbar, dass ich sowas erleben kann mit so einem zusammen, Alter. Und auch Leute supporten, geil. Die Interfans haben auch eine Choreo hier, aber ich kann sie von hier nicht aufnehmen. Ich blende euch mal ein Bild aber ein. Oh, da auch jetzt. Schau mal. Was kommt da? Okay, jetzt habe ich es verstanden, Freunde. Das ist ein Gedenken an alle Corona-Toten, an alle Familien, an alle Krankenschwestern, die auch geholfen haben. So eine schöne Choreo. Ole, 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 ole. Die Mannschaft kommt rein, man erkennt sie gar nicht wegen den Fahnen. Warte mal, da unten sind sie. Na doch, was sieht sie durch die Schlitze. Warte! Einfach eine schöne Metapher, wirklich sehr berührend, die Choreo. Und die Mannschaft machen jetzt noch eine Schweigeminute. An eine Milan-Legende wird auch noch gedacht, an Gino. Da ist das Zlatan, oh mein Gott, wie geil sieht das aus. 40 Jahre alt und immer noch eine Maschine. Übrigens das letzte Mal, als AC Milan Champions League gewonnen hat, war 2007. Und bei Inter war es 2010. Was für eine Historie in diesem Stadtderby steckt. Was für ein Duell, das mittlerweile wieder, Gott sei Dank, auf Spitzenniveau ist. Vor allem bei Milan, die hat eine lange Durststrecke. Und da werden Pyros gezündet. Wow! Und wieder Pfiffe! Was eine Kulisse! Ich komme es doch klar! Wie geil das einfach auch ist hier mit diesen ganzen Fahnen. Fühle ich so normal. So Leute, es wird irgendwas hochgerollt. Ich glaube, wir machen jetzt nochmal mit bei irgendeiner Zusatzchoreo. Das Spiel läuft schon. Was passiert hier, Tone? Thank you.
für ein Anfang! So, das ist meine Kippe, ne? 1:1. Ich habe jetzt mal ein Ticket gekauft, dann hat man freie Platzwahl. Aber die haben uns ein bisschen an den Rand gestellt, weil mitten bei den Hardcore-Interfans ist, da haben wir echt ein bisschen Angst gehabt. Super Tone, machst du das? Was mir auch auffällt ist, dass alle AC-Fans hier sitzen und alle Inter-Fans hier stehen. Oha! Es ist Inter wieder! Rote Karte! Und rot, was? Es gibt nur Gelb, 25. Minute, 2. Elfmeter. Lautaro Martinez diesmal tritt an, nicht mit Çalhanoğlu. Diesmal kennt er nicht so viele mehr, weil... Leider haben wir schon von einigen Fans rassistische Rufe gehört, wenn bestimmte Spieler am Ball sind. Das gehört sich einfach 0,0. Man kann natürlich mal irgendwie schreien, war für ein Culo und keine Ahnung und fluchen. Aber irgendwelche rassistischen Laute, davon distanzieren Tone und ich uns natürlich. Ja. Perisic, mit dem hat Tone auch mal im Bett gemacht. Boah, super Pass. Jetzt auf einmal haben die AC-Fans auch wieder ihre Fahnen alle rausgeholt. Zweite Halbzeit wurde jetzt auch schon angepfiffen und hält wieder komplett in Galos. Was ein Derby, ne, Tone? 10 von 10. Wir waren gerade einfach in der Halbzeit richtig sprachlos und haben einfach nur alles so auf uns so wirken lassen. Ich habe selten so laute Pfiffe gehört. Ich war noch nicht so typisch, ich bin bestimmt noch krasser, aber... Es geht in die Richtung, wirklich. Ibrahimovic, Tone ist wieder König. Oh mein Gott! Oh. Abseits. Ach, jetzt aber trotzdem. Oh, Martinez. Immer noch Lautaro. Oh. Hinter uns auf einmal noch zwei Zuschauer, 30er. Jungs, was geht ab? Was? Wie geht der nicht rein? Was? Ibrahimovic tritt an. Letzte Woche hat er einen reingehauen. Ein Ibra-Tor eben. In diesem legendären San Siro. Oh mein Gott. Bruder, das war echt gefährlich. Oh mein Gott. Es ist so ein enges Spiel. Es gab so viele Chancen für beide Mannschaften. 1-1. Das Spiel ist schon seit 10 Minuten aus, aber die Ultras singen weiter und weiter. Vor allem auch die Milan-Fans da hinten und immer noch sehr laut. Einfach Zuschauer hier hinter der Plexiglasscheibe. Grüße. Tone hat gerade einfach von hier sein FIFA-Video aufgenommen für morgen. Also, wenn das Video online kommt, heute quasi. Es war wirklich heute ein wirklich unglaublicher Tag. Ich werde es nie vergessen, ja, bin ich ehrlich. Das war echt cool. Ich hatte Bro immer einen Traum, und zwar irgendwann bei einem Milan-Derby zu sein. Ja. Muss auch erstmal wieder alles hier realisieren. Wir sind jetzt hier alleine noch im Block. Alle Fans sind mittlerweile weg. Oh. Ja, wunderschön, Freunde. Lasst ein kostenloses Abo da, einen Daumen nach oben. Arrivederci, gute Nacht.